dich mal so zu sehen. Ja, sind heute hier in Kiel zusammen. Bist heute in Kiel, zur Kieler Woche. Wo gefeiert ist, ist der Conny nicht weit. Da wird auch eine ganze Menge angeboten. Ja, sag mal, hast du das gemacht? Unser Ahoi-Schild auf Ohai gestellt? Nee. Ja, ich weiß mein ja auch Alter. Nicht, ob das ein besonderes Kunstwerk ist. Ja, Conny, seit einem Jahr machen wir Podcast und jetzt machen wir mal einen Podcast hier zusammen. Face ist to doch face. Super. Face to face, wie das heißt. Ist ja immer ein besonderes Vergnügen. Ja. Wie kamen wir da eigentlich auf die Idee mit dem Podcast? Ja, der Ursprung war, dass du ja nach Kiel gezogen bist und wir gesagt haben, wir wollten uns irgendwie wieder sehen. Und dann haben wir nur den Zoom gefunden, dass wir uns darüber sehen könnten. Ja, und dann haben wir eine Regelmäßigkeit draus gemacht. Und dann dachten wir, unser dummes Geschwätz interessiert vielleicht auch andere, oder wie? Es scheint so, bei den Userzahlen, die wir haben. Ja. Ja. Wir bedienen ja verschiedene Kanäle. YouTube ist, glaube ich, das, was am meisten nachgefragt wird. Also gar nicht, was Podcast ist, nur zu hören. Ich glaube aber, es liegt auch daran, dass wir, oder ich zumindest, immer über YouTube auch werben. Also mit dem YouTube-Link werbe so. Ja. Naja. Dass da die meisten dann in YouTube sind. Außerdem wollen uns auch einige immer sehen bei dem Reden. Tut das uns nicht in unserem Alter gut, dass einige uns sehen wollen? Ja, aber Spotify machen wir natürlich auch, ja. Ja, die viele Leute fragen, was habt ihr denn für eine Reichweite? Also, ich sag mal, wir sind weit entfernt von den Zehntausendern. Ja. Aber wir freuen uns schon, dass wir bei guten im dreistelligen Bereich sind, über 300. Und ich habe mal nachgeguckt, was glaubst du, wer die meisten Zuspruch hatte? Den meisten Zuspruch? Mhm. Wir hatten ja letztes Jahr im Sommer die Frau Käßmann. Ja, die war es nicht. Ausnahmsweise war es nicht Frau Käßmann. Das kann ich euch sagen. Ja? Sondern? Es waren die Tafeln, das wir vor 3-4 Wochen hatten. Ach, die Tafel? Das Gespräch mit der Tafel, ja. Und interessant auch, dass die Glückskirche große Zugriffszahlen hatten. Die Glückskirche. Und auch große Zugriffszahlen hatte die Frage der Gleichheit und Ungleichheit, das Gespräch mit Oxfam. Also über die wirtschaftlichen Bedingungen. Das zeigt ja irgendwie, dass so pragmatische Sachen mehr von Interesse sind. Ja, man kann es nicht so genau sagen. Ich dachte auch, haben wir auch große Zugriffszahlen bei der Fastenaktion. Ja, und auch der spirituelle Wegbegleiter, Georg Magirius, hat auch große Zahlen. Also, das ja, das Konzept scheint ja mit den verschiedenen Gesprächspartnerinnen und Partnern ganz gut anzukommen. Ja, was hatte ich denn besonders beeindruckt? Nochmal zu den Gesprächspartnern, das ja nicht von Anfang an so geplant hat. Wir hatten ja am Anfang eigentlich nur geplant, hin und wieder ein. Aber dass das jetzt so eine Regelmäßigkeit bekommen hat, das zeigt ja auch, dass viele bereit sind, mit uns über das eine oder andere zu diskutieren. Ja, und wir haben einen Effekt, den wir gar nicht eingeplant hatten. Eugen Eckert hat davon gesprochen, dass nach unserem Podcast, der ja auch an viele Medien geht, er ganz viele Anfragen von Medien bekommen hatte. Ja. Und bei der Glückskirche war es auch so. Das heißt also, wir haben auch eine Wirkung über die Zugriffe hinaus, indem wir eben auch die Medienwelt anstoßen, ein Thema aufzubauen. Also wir sind quasi die Tür zum Medien. Oder wir öffnen die Tür zum Medien. Naja, ganz so würde ich es nicht sagen. Aber vielleicht geben wir hier und da mal einen Anstoß. Ja. Aber du hast gefragt, was so das Eindrucksvollste war. Das, ja. Also ein sehr eindrucksvolles Gespräch fand ich mit der Fußballerin aus Selci. Frau Wagner. Das fand ich schon eine Welt, die ich so gar nicht kannte, die sie da mal etwas kurz geöffnet hat. Ja, und auch die Offenheit, wie sie über ihren Krebs gesprochen hat. Und man muss ja sagen, sie ist
immerhin bei der Wahl der Welttorhüterin auf die zweite Position gekommen. Das ist ja nun eine ausgesprochene, gefragte Frau. Da danken wir auch denen, die uns alle geholfen haben, über das Management da überhaupt sie als Gesprächspartnerin zu gewinnen. Man muss sagen, da bei solchen Persönlichkeiten, die gefragt sind, ist das schon ein ganz schönes Graben. Ja. Ja, was haben wir denn noch so an Gesprächsthemen? Was haben wir die nächste Zeit vor? Ja, einmal, dadurch, dass die Grünen so im Kreuzfeuer sind, bin ich gerade über Kanäle dran. In Herrn Habeck? Nein, in Herrn Habeck nicht. Den Vorsitzenden, Herrn Norrepuhl, zu bekommen. Ah, unser Frankfurter Abgeordneter. Dadurch habe ich auch die Frankfurter Karte gezogen. Ja, ja, das ist gut. Also den Habeck würden wir auch in Flensburg besuchen, das wäre ja nicht schlecht. Also insofern verbindet sich das ja. Unser Frankfurter Abgeordneter Norrepuhl und unser Wirtschaftsminister aus Flensburg, also das ist die Spanne, die wir ja so haben. Ne? Ja. Ja, und zugesagt hat schon die Bischöfin von Kurhessen-Waldeck, da geht es um Pflege, denn die engagieren sich ja besonders im Pflegebereich, die Diakonie und die Kirchen. Das wird sicher ein ganz spannendes Thema. Ja, wer auch zugesagt hat, für August ist die neue Präses Pfeiffer der EKM. Ja. Ja. Weil sie ist die erste Frau, die dieses Amt begleitet. Das denke ich, wird auch nochmal interessant. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine Frankfurter Besonderheit. Es gibt ein Buch, was aus Frankfurt weltweit publiziert wurde. Was ist es? Der Strubelpeter. Der Strubelpeter. Hast du auch als Kind vorgehalten bekommen, ne? Ich auch. Den Mohren. Ja, darf man den eigentlich noch Mohren nennen? Oh, das fragen wir mal. Was hast du denn jetzt für das M-Wort, mein Lieber? Das ist ganz schwierig. Das war ein historisches Zitat, sage ich mal gleich, für alle. Ja, das müssen wir mal fragen. Aber der Struwwelpeter ist ja geschrieben von Heinrich Hoffmann, einem Revolutionär der Märzbewegung. Und darüber gibt es im Struwwelpeter-Museum eine Ausstellung und mit der Museumsleiterin haben wir uns im Gespräch verabredet. Heinrich Hoffmann kommt doch gar nicht aus Frankfurt, sondern aus Friedberg. Naja gut, aber er hat halt da die Psychiatrie gegründet und im Übrigen war die oben am Eschersheimer Tor. So. Ja, und dann wollen wir uns auch, das finde ich ganz spannend, noch um Menschen mit Behinderung kümmern und zwar die, die in diesen Werkstätten arbeiten. Denn wenn man in so einer Werkstatt ist, ja, das Ziel hat, die Leute in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Bleibt in der Regel drin, die 5% kommen und werden nur in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Und da haben wir jemanden, der da interessante Modelle entwickelt hat, wie man den Menschen helfen kann, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Wobei wir sagen muss, dass die Werkstatt als Werkstatt gegründet worden ist. Ja, so ist das manchmal. Ja. Wir arbeiten dran. Conny, machen wir noch weiter einen Podcast jede Woche? Ja, gerne. Also, bis dann. Sagen wir mal, moin ihr. Ich sag tschüss.